Die Fähigkeiten im Ausbildungsschwerpunkt Netzwerktechnik, die die Schüler erwerben, betreffen vor allem die Vernetzung von kleinen Netzen, Small Office, Home Office genannt, bis zu größeren Client-Server-Infrastrukturen. Das heißt, es geht darum, Endgeräte miteinander zu verbinden, drahtlose Endgeräte wie Wireless LAN und natürlich auch weiterführende Dienste wie eben die Serverinstallationen kennenzulernen. Wir beginnen im zweiten Jahrgang mit praktischen Übungen, eben mit grundlegenden Vernetzungstätigkeiten, ebenso im dritten Jahrgang. In den höheren Jahrgängen geht es auch um Themen wie Security, Absicherung, virtuelle private Netzwerke, Unternehmensstandortverbindungen und diese Dinge. Aktuell haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, das betrifft gerade die Erneuerung unserer Schulinfrastruktur. Die Backbone-Switches der Schule sollen auf 10 Gigabit umgestellt werden. Die Schüler benötigen für die netzwerktechnischen Übungen keinerlei eigenes Equipment. Wir haben die Geräte im Haus und stellen sie von der Schule zur Verfügung. Zu Hause sollte natürlich jeder einen PC mit Internetzugang zur Verfügung haben. Und prinzipiell ist es möglich, natürlich mit Clients wie Laptops oder Tablets oder auch mobilen Endgeräten bis zum Mobiltelefon diese in Übungen teilweise mitzubringen und zu integrieren.